Ha, Junge, das ist nicht die Performance-Kupplung. Das sind die 300 PS wie in dem Schweller hier. Aber wenn Sie auch mal einen neuen Kühlschrank oder so brauchen mit Folie, ist gar kein Problem. Wir ziehen alles ab, ne? Geil! Mit 188. Willkommen zum neuen Video. Ja, hier sind wir wieder wunderschön in der Werkstatt, ne? Also, wie ihr auf dem Titelbild gesehen habt, heute haben wir wieder ein bisschen was Spezielles, Tuning und so, ne? Neuere Autos, ne? Da bin ich besser dran zu schrauben, ne? Also, wir haben hier einen wunderschönen Seat Leon, ne? Ja, ja, hier, ne? FR, alles, hi, das sportliche Symbol und so, das geht ja allein schon wieder 500 PS. Ja, haben wir auf jeden Fall ein 2-Liter-Maschinchen verbaut, ne? Cupra, ne? Das ist ja dann so das Sportstitch an dem Vehikel, ne? Da haben wir auch wieder schön die Innenraumausstattung, alles, ne? Schon sexy. Was machen wir denn überhaupt hier in diesem wunderschönen Autoski? Was machen Sachen? Machen ein bisschen was besorgt. Bull X Abgasanlage haben wir auch schon drunter geschraubt, aber das Videodateienformat ist leider, ja, wie soll ich sagen, abhanden gekommen. Aber steht ja auch so schnitti star, ne? Ja, folgendermaßen, hat Downpipe, Bull X Abgasanlage, hat eine Stage bekommen, muss natürlich mit der Downpipe auch alles abgestimmt sein, sonst läuft der Motor zu mager. Dementsprechend rutscht aber jetzt die Kupplung durch, ne? Nein, doch. Das macht man natürlich beim Tuning-Vehikel, wenn eine Kupplung durchrutscht, eine Performance-Kupplung einbauen. Also haben wir uns nicht lumpen lassen. Und haben bei Sachs eine Performance-Kupplung bestellt. Ne? Die werden wir jetzt in diesem Video einbauen. Inklusive von Riga haben wir natürlich auch noch hier besorgt. Wunderschöne Tuning-Teile. Außer, dass Riga uns diesmal bei der Bestellung, wir bestellen ja gefühlt jedes Jahr bei Riga, diesmal haben sie uns den Kalender von 23 gegeben, obwohl wir schon fast 24 haben. Den Kalender, den holen wir noch, ist kein Problem. Ja, haben wir hier auf jeden Fall von Riga wunderschön. Der Heckdiffuser, ne, so, ja, schon geil, ne, könnte man direkt mit der Klebestreife lassen, die Akzente hier, gar kein Problem. Den haben wir als allererstes, kommt aber wie gesagt zum Schluss vom Video drauf, einmal nur schon mal gezeigt zu haben und einmal hier wunderschön die Frontlippe. Gut, wie das Ganze aussieht, blablablub, das seht ihr hier im Video, da brauchen wir jetzt nicht so krass auf die Details zu eingehen. Ich würde sagen, ich fahre das Auto jetzt mal auf die Hebebühne. Und da gucken wir uns mal den Motorraum an, ne? Ob da Dinge wirklich so aussieht, wie ich mir vorstelle. Ne? Neue Autos ist so, ne? Na gut, da sind die Autos, die ich jeden Tag in der Werkstatt habe. Da ist nicht so schlimm. Aber machen wir mal eine Kupplung, ne? Habe ich auch schon komischerweise wieder im Voraus mal nochmal so gegoogelt und so, weil wir haben da noch ein bisschen was anderes am Getriebe, was ich so noch nicht gemacht habe. Werde ich euch aber zeigen, was ich damit meine. Ich würde sagen, ich fahre jetzt das Auto mal rein. Florian, hör du mal schön den Sound von der Bull X Abgaser nach. Wobei, die war relativ schnell eingebaut. Stunde haben wir gebraucht. So, so richtiges Schneeweiß ist das nicht. Der hat noch so einen kleinen Grautouch, ne? Oder? Ja, ja. Aber steht schon gut da. Also, ist ja auch mal schön, was Neues hier auf dem Channel zu haben, ne? Ich meine, mir ist das mittlerweile egal, was für ein Auto, egal ob neu oder alt. Nur mit dem Hochvolt-Scheiß, da haben sie irgendwie ein bisschen keine Lust drauf, weil ich habe nicht anders hier an den Motoren gelernt in der Ausbildung und gleichzeitig habe ich da keine Lust, wenn dann doch irgendwas ist, da die so eingeballert bekommen. Die sagen zwar immer eigensicher, aber wir warten mal alle ab, was in 8 Jahren ist, wenn die Kabel mal porös werden und. Ne? Wenn auch mal beim Tesla im Radlauf das Kabel da liegt und irgendwie einen kleinen Riss hat, das Auto eigensicher ist, aber ich trotzdem mit meinen Händen den Reifen hole, nur noch so viel Abstand zum Kabel habe und dann auf einmal doch ein Funken überspringt. Das ist mir alles nicht so geheuert. Aber im Endeffekt, ich sehe doch nicht ein, da 8, 9 Autos am Tag in der Werkstatt zu knüppeln. Und dann ist ein Auto, was irgendwann mal was hat. Und dann macht es bumm und dann liest auf der Seite. Und da ist mittlerweile mehr Strom drauf, Leute, wie in der Steckdose. Da seid ihr direkt weg.
Gut, Florian, nichtsdestotrotz genug geredet, wieder gefühlt vom Thema abgeschwiffen. Mach mal ein bisschen Oldschool, ne? Wie früher, so, ne? Wie ich so am Schrauben bin, dieses Carporn und. Alle wichtigen Sachen, wie man ausbaut, seht ihr quasi jetzt mit Musik hinterlegt, damit auch jeder trotzdem das alles hinbekommt. Ne? Ich würde sagen, auf wie geht's, Florian. Vergoldete Lebenszeit wieder. Woran hat's gelegen? Kaju, woran hat's gelegen? Aber immer ein bisschen herstellerspezifisch, was Spezielles gibt. Ja, folgendermaßen beim Ausbau. Ist wie ein 7er GTI, ist wie beim Cupra oder sonstiges. Haben wir uns eben auch ein Video angeguckt, weil ich mir sicher war. Der hat nämlich hier, könnt ihr mal sehen, den Motor vom Differential, Differentialkupplung, ne? So, und da der die extra hat, die meisten zeigen nur, wie sie die linke Flansche abschrauben und dann den Motor so abnehmen. Ist aber nicht der Fall. Eigentlich gibt es ein Spezialwerkzeug. Wir haben uns hier, ihr müsst den Flansch quasi auch noch lösen. Gut, hier ist es jetzt nicht, aber egal. Ich habe mir hier so alte Verlängerungen geholt, damit ich, das hier ist jetzt ein 8er, damit ich im 6er im Bus quasi in diesen Flansch reinkomme. Das ist ungefähr so lang. VW hat wahrscheinlich wieder Spezialimbus dafür, 6er Imbus. Den müsst ihr natürlich auch lösen, ist die feste Verbindung von dem Differentialkupplungsmotor. Ne? So. Weil wir haben nämlich eben schon einmal so kurz versucht rauszuhebeln, denken wir, hey, das funktioniert nicht, im Video ziehen ja Dinge ab, die erwähnen gar nichts von der Schraube, wichtig. Beide Schraubenflansche abschrauben, dann lässt sich der Motor auch schön abziehen. Ja, den müsst ihr auf jeden Fall lösen, kommt aber so hier überall dran, hier sieht man doch schön, da ist dann später die Schraube. So, hier haben wir auf jeden Fall wunderschön unsere alte Kupplung, die wir jetzt abschrauben werden. Und gucke mal, wie schlimm es überhaupt ist. Mit Chip-Tuning, da kommt ja jetzt auch nochmal eine dickere Stage drauf, weil jetzt natürlich die Kupplung auch neu ist. Haben wir hier einmal die Sachs Performance-Kupplung. Ja, Druckplatte, würde ich jetzt sagen. Finde ich jetzt nichts Großartiges, was anders ist wie bei den anderen. Dann haben wir hier die Kupplungsplatte selber. Die soll sich eigentlich schon verändern. Ja, wir haben nämlich nicht mehr. Torsionsfedern haben wir hier zum Beispiel keine mehr. Da ist wirklich nur noch... Ja, Gearside, getriebeseitig und die ist natürlich breiter von den Belägen her, sieht man. Ne? Der hat nämlich hier die Schnitte drin, der hat die komplett, inklusive keine Torsionsfedern mehr. Ne? So, ist natürlich auch mal geil gemacht. Getriebeseite wird dann quasi so verbaut. Das Fett, das, was da drin ist, ist natürlich für das Ausrücklager, logisch. Wunderschön, ist zwar BMW drauf, aber das ist für Seat. So, hier, Beautiful Schwungrad, Schrauben. Vielzahn, 60 Newtonmeter, 90 Grad. Ne? Da haben wir natürlich wieder unsere Grad-Tabelle alles, zwei Masse-Schwungrad, wie man das kennt eigentlich. Ne? Hier laufen zwei Federn drin, die dann quasi die eine Masse gegen die andere federn. Ja, alles auch beautiful. Sollte man eigentlich nicht verkehrt abschrauben können, draufschrauben können, da zwei Masse-Schwungrad.
Kupplung kann man auch mit der großen Ratsche zentrieren und. So Verlängerungen ein bisschen grob ausrichten. Flutscht meistens auch das Getriebe drauf. Aber da jetzt auch wieder eine Performance-Kupplung ist, einfach einen universalen Zentrierdorn und fertig. Klar, der Hersteller hat natürlich einen Zentrierdorn, der schön in der Mitte durchpasst, aber gut, wir sind ja jetzt hier auch nicht beim Hersteller oder so, ne? Wir sind ja ein normaler Schlauberkanal. Sieht man schön, wie sich quasi der Druck von der Kupplung löst. Hier müsst ihr mal drauf achten, wenn sie Schrauben lösen. Achte, da hinten die. Da hat man schön gesehen, wie die Zähne hochgehen. Das ist nichts anderes, wie wenn Kupplung gerade gedrückt ist. Ne? Mache ich jetzt auch mit dem Schlagschrauber, macht man normalerweise nur mit der Ratsche. Aber da wir das Schwungrad eh neu haben, ist es egal. So, am besten hier nichts einatmen. Soweit ich weiß, sind die Dinger noch mit Asbest. Aber hier sieht man den Unterschied auch nochmal schön zwischen einer normalen und einer Sport. Ne? Wir haben die Torsionsfedern, die ich eben erklärt habe. Die sind hier. Hier ist die Kupplung, sieht man auch, die ist schön empty. Ja, gemerkt, dass sie durchrutscht, lieber vorher mal neu machen, als dass man sie verheizt, alles zu warm wird, Motor scheiße und. Hier sieht man, wie es schon minimal leicht bläulich angelaufen ist. Ist dann auch nicht mehr zu retten. Außerdem reden wir jetzt von keinen alten Autos oder so, da ist das immer besser, wenn man ein bisschen vorher alles macht. So, jetzt haben wir nur noch hier unser Schwungrad. Hi-Hammert, schön blau angelaufen auch, ne? Ja, das ist halt schon, ne? Ja, Leistung fahren ist so, ne? Jojo, das können wir alle. Fahre Cayenne, reparieren ist wieder anders, ne? So, jetzt gucken wir uns mal gerade hier die Seite an. Und eventuell brauchen wir da nicht großartig mit irgendwas drauf zu gehen, ne? Hier ist gar nichts dran. Haltet euch auf jeden Fall immer diesen Simmering hier im Kopf. Dass der nicht irgendwie ölfeucht oder sonstiges wird. Weil sonst kann man wieder alles auseinanderbauen. Ne? Muss man mal ein bisschen gucken. So, hey, Differential ist so, ne? Ja, manche Hand, manche nicht. Ne? So, ich mache mal gerade das Schwungrädelchen drauf. Und dann. So. Zum Schluss, bevor ich die Platte einsetze, gehe ich noch einmal mit Bremse rein, ja, hier über die Laufflächen. Damit die Fettspuren wechseln. Fühlt sich wieder nach Performance an der Teil, weißt du das? Das Ding oder so, eine Ingenieurskunst, ey, Getriebekühlung, obwohl gar keine Kühlungsschlitze vorhanden sind. Ich weiß auch nicht, was die sich gedacht haben. So, nach 600 Krämpfen in der Hand und 50.000 Schrauben gelöst, werden wir jetzt auch mal hier das Ausrücklager lösen. So, hier haben wir die, werden auch wieder mit Loctite eingesetzt, ist zwar noch Loctite drauf, oder wie nennt man das, ist auch kein richtiges Loctite mehr. Das nennen die irgendwie schraubendicht oder so. Das ist für die Verschraubungen, die hinten am Simmering sind. So, da kann man nämlich hier unser Ausrücklager wegholen. Ja, tipptopp. Sieht jetzt unten kaputt so aus, wie gesagt. Kupplung war so runter, Simmering ist auch noch dicht, das ist gut. So, nachdem das ab ist, wie gesagt, gut das Gehäuse mal mit Bremse rein ja sauber machen, haben wir halt auch von. Euroluppi, perfekt. High Performance, ja, ja, das haben wir. Wir sind High Performance. Ach, ich hab einen Krampf hier. Uhuhu. Das ist Mayonnaise. Ja, das ist dann auch wieder so Special Fett. Hat schöne Temperatur. Deswegen ist das hier auch richtig so schon fast klebrig. Weil das gut Temperatur abhält. Das ist, damit das Ausrücklager schön arbeiten kann. Hier hammert übrigens. So. Da ist es, wo der Beautiful High. Muss man eigentlich immer aufpassen, aber die haben die Stopfen jetzt auch nicht so gebaut, dass man das abbekommt. Die Simmerringen. So. Die Stopfen, die mache ich dann steigt wieder drauf. Das ist nämlich ganz geil, so ein Ding da. Ich hier hin mache noch zusätzlich meinen Loctite drauf. Florian, halt du das Getriebe fest. Da das gleich nicht nach San Francisco fliegt. Also eine Stunde vom Schrauben gehe ich nur mein Zeug suchen. Ist so. Ich weiß nicht, wem es noch so geht, aber wenn ich natürlich jetzt auch nur Zeit damit verbringe, wird alles wieder einzuräumen, wir wären wahrscheinlich schon 5 Stunden weg. So.
Wo ist das Loctite, Florian? Das ist ein Loctite. Das Döschen, der Schraubensicherung. Ja, hier. Siehst du auf der Kiste, siehst du mal einfach in der Gericht geguckt. Schon halt grün, es gibt verschiedene Stufen auch. Ne? Rot ist das krasseste. So, sieht aus, als ob ich was geschafft hätte. Hä? Wahnsinn, halt schon wieder. Auf die gute Samstag. Ich mache immer noch einmal zur Sicherheit. Sichern Sie sich. So, nach 6,5 Jahren hier wunderschön die Kupplung zusammengebaut. So, auf jeden Fall, ja, Auto ist ready. Wir sind jetzt mal eine Runde gerade gefahren, damit kupplungstechnisch alles in Ordnung ist, aber da kann man ja auch eigentlich nichts falsch machen. Ja, wie gesagt, das Differential hinten, den Hitzeschutzblech, das schraubt am besten auch direkt ab, da ihr jetzt schön bewegen könnt, ein bisschen rumwackelt, dann geht der Flansch auch besser rein. Da hat man ein bisschen Rüttel gehabt, ansonsten war eigentlich nichts. Also hatten jetzt noch zusätzlich gerade das Hitzeschutzblech von dem Differential hinten weggemacht. Und ansonsten, wichtig ist halt VW Originalöl zu holen. Da haben wir schon viele Zubehöröl geholt und, aber soll nicht so gut sein. Soweit ich weiß, werden ja alle 60.000 gewechselt. Beim Hersteller auf jeden Fall. Oder auch 90.000, je nachdem welches Modell. In einer freien Werkstatt könnte es vielleicht untergehen, es sei denn, es ist jetzt eine freie Werkstatt, ja, wo es halt auch gemacht wird nach Herstellervorschriften. Ne? Getriebeöl ganz normal neu gemacht und. Jetzt kommen wir zu unseren anderen Bauteilen, das heißt, Kupplung alles ist schon ready. Da kann man dann auch mal Zeiten messen. Ungefähr mit Chip-Tuning hat ein 360 PS. Ne? Also Wheels bin ich schon im vierten Gang oder so. Dementsprechend, da werden wir auch schön Zeiten messen. Bliblablu, klar, das ist jetzt Winter, man hat jetzt noch Winterreifen drauf gemacht, aber egal. Ne? So, auf jeden Fall, der kann ja jetzt auch dann dementsprechend nochmal neu abgestimmt werden mit der neuen Kupplung. Alles tippitoppi. So, jetzt haben wir hier von Riga unsere Frontspoiler. Da haben wir ein wunderschönes Surfbrett. Das finde ich diesmal bei Riga ultra geil. Ich hatte schon, wie gesagt, von dem Beetle damals bei mir gehabt, wo ich selber ausgerichtet habe. Hier bei Riga, bei den neuen Karren, ist das einfach Deluxe. Hast du hier deine zwei Punkte. Genau. Da musst du eigentlich nur das Ding hier dran halten, auf die originalen Punkte verschrauben. Und dann gehst du hin und machst die anderen Schrauben so dran. Mehr ist es nicht. Es ist einfach krass. Also, fällt mir nichts mehr ein. Ne? Geiler kann man echt nicht machen. So, das heißt, wir werden jetzt mal das Ding hier montieren. Dann haben wir natürlich den Heckspoiler auch noch. Da werden wir auch mal gucken, der hat noch extra Halterung und. So, so rum wird gehalten. So, zack. Sieht auf jeden Fall geil aus. Und wenn ihr auch mal neue Flatscreen braucht, ne, und so ein LCD-Display abzieht oder so, ne, das heißt genauso geil. Perfekt. Ist schon lackiert alles, ne? Ha! Junge, das ist nicht die Performance-Kupplung. Das sind die 300 PS wie in dem Schweller hier. Ja, ja, ich kann das sagen. Jo, jetzt gehen wir zum Heck, ne? Auf geht's. So, hier haben wir es. Wunderschön Radlaufschale lösen. Schön die ganzen Schrauben abmachen, damit er die hier ein bisschen rüber kriegt. So, da geht er halt hin. Von hier klipst ihr Stück für Stück alles raus. Geht er hier quasi. Hier ist die weiße Kante von der Stoßstange. Die holt er ein bisschen runter, dann die Clips und dann geht raus. Egal wie alt die Dinger sind. Das ist schon ganz gut. Jetzt machen wir das neue drauf. Erstmal die Halter dafür festmachen. Da sind extra Halter dabei. Der kann wie ein Profi. Ne? Das sind die Verkäufer, die haben eine Ahnung von. Aber wenn sie auch mal einen neuen Kühlschrank oder so brauchen mit Folie, ist gar kein Problem. Wir ziehen alles ab. Ne? Geil! Oder guck dir jetzt mal das Heck an. Bull X Auspuffanlage, ne? 3 Zoll und so. Ne? Ja, ja, die schönen. Hier sieht man nochmal ein Düppchen. Wie sie verstaubt am Carbon, das Bull X. Hier zeigen wir euch mal gerade die Halter, die wir festgemacht haben. Original Stoßstangenverschraubung. Hier den Halter, hier den Halter, hier den Halter
und den Halter. Die Halter sind dafür da. Der Zubehör, Diffuser, die Clipse, die sind da nicht mehr drin. Deswegen, der wird quasi nur drauf gesteckt, an den Schrauben festgemacht. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir Räder drauf und dann Probefahrt. Ne? Auf geht's. So Leute, wir sitzen hier mitten im Auto. Nee, wir fahren jetzt noch gerade hier wunderschön wittlich die Baustelle entlang. Ja, da gucken wir mal, wie viel Wumms das Ding hat. Wie gut der nach vorne marschiert, ne? Ob das jetzt auch wunderschön funktioniert mit der neuen Sportkupplung. Dementsprechend hoffen wir bei 200 nicht hier irgendwie unsere Verspoilerung wegfliegt. Aber ich denke mal, das funktioniert schon. Ne? Wir fahren jetzt mal gerade noch ein bisschen durch die Baustelle. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir auf den Pinsel drücken. Drücken wir jetzt mal auf den Pinsel, ne? Und gucken mal, was hier ankommt. Da vorne ist noch ein Auto vor uns. Ja, die Klassiker. Das ist ja wieder hier ein Deutscher mit den Autobahnen tippidoppi. Das Ding, ey, das zieht ja schon fast mehr wie ein RS vom Hardy, ey. Wahnsinn! Uhr geht das ab, ey. Mit 188. So, hier haben wir noch wunderschön Sportanzeigen, natürlich mit Ladedruck. Atmosphärisch, sonst wäre wahrscheinlich der Turbolader schon längst auseinandergeflogen mit Atmosphärendruck. Dann einmal wunderschön die G-Kräfte im Auto und dann einmal noch wunderschön die Öltemperatur. Boah, Nick. So Leute, außer dass wir gleich hier gefühlt wieder auf dem Nürburgring sind mit den ganzen Messungen, würde ich mal sagen, ne? Performance-Kupplung ist drin. Wenn ihr noch zusätzliche Videos sehen wollt, was das Ding hier an Zeiten drückt, da werden wir die Box noch mitholen, die haben wir nämlich heute vergessen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber da holen wir mal die Zeitenbox mit und dann gucken wir das mal. Das hier war jetzt erstmal ein wunderschönes Probefahrtvideo. Wie gesagt, ihr wisst auf jeden Fall, wie man so eine schöne Kupplung hier einbaut. Ja, und ansonsten könnten wir jetzt natürlich auch noch ein Stage mehr drauf machen, ist kein Problem. Und ja, da sammelst du natürlich alles weg auf der Autobahn. Brutal. Wahnsinn. Ja, geht schon ab wie eine Rakete, das Ding, ey.